Jetzt muss natürlich die Palette nochmal anders hin, oder? Bin ich jetzt schon fertig hier? Jetzt mal schauen. Hat der mir schon. Ach, der hat mich schon. Ich bin schon fertig. Lief doch prima. Die Rohre sind abgeladen und die Jungs können jetzt hier weitermachen. Während ich die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringe, wär's gut, wenn du in der Zwischenzeit den Schuttcontainer da drüben zum Kieswerk bringst. Okay? Aber dafür brauche ich deinen grünen Absitzkipper, oder? Ja, der steht bei uns auf dem Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, rüberzulaufen, kannst du dir auch ein Taxi nehmen. Verwende dazu den Knopf mit dem LKW oben links und wähle dann das entsprechende Fahrzeug aus. Das bringt dich direkt hin. Okay, wird gemacht. So, wenn du den Container abgeliefert hast, dann treffen wir uns auf dem Firmengelände. Also dann mal los. Jawohl. Bis gleich. So, also wir können jetzt laufen zum Firmengelände, aber natürlich wäre es besser, wenn wir springen. Da oben haben wir unseren und da ist der LKW da drauf und dann zum Beispiel Absetzkipper. So, und schon sind wir drin. Den brauchen wir ja jetzt auch, denn wir müssen ja jetzt den Container holen. Ja, die KG-Rohre, denen ist nichts passiert. Siehst ja, alles supi. So, da ist der Container. Ne, was jetzt? Ach, hat er mich schon richtig hingestellt. Ah, das ist ja schon mal cool. So, und warum kann ich den jetzt noch nicht annehmen? Jetzt, gut. Gut. So. Und dann fahren wir jetzt zum Kieswerk. Also ich weiß schon ein bisschen, wo es lang geht. Ich habe die Map schon gesehen. Aber vor allem, die Map ist riesig. Alter! Weil wir wahrscheinlich doch nicht so schnell fahren in die Kurven. Ups. Gleich sind wir da. So, abliefern müssen wir hier. Ups, Kieswerk. Das Kieswerk ist ein zentraler Anlaufpunkt. Hier hältst du sowohl Schüttgut als auch Frischbeton zum Füllen der Betonmischers. Darüber hinaus kannst du auch Erdaushub oder Bauschutt dort abgeben. Das Gelände des Kieswerks ist recht weitläufig. Die verschiedenen Bereiche zum Beladen sind weiß, die Abladeplätze gelb markiert. Oder du fragst den Mitarbeiter vor Ort. Müllleiter. So, wir müssen jetzt hier auf alle Fälle da rechts rein, aber wir fahren dann natürlich so, dann kann man nämlich schön rückwärts reinfahren. So.
So. Jetzt ist er weg. Cool. Sehr gut. Fallen die Ausleger wieder ein? Wenn du keine Lust hast, selbst zu fahren, was? Ausleger? Nein, ich muss den erstmal wegmachen. Hallo? Alter! So, und Lust haben wir keine zurückzufahren, deswegen nehmen wir wieder unser Schnelltaxi und zwar hier Firmen Geländedorf, also hier dieses Zeichen ist, da kann man dann hier überall hinporten und wir nehmen Firmen Gelände, genau, so, und dann sind wir schon hier, so, hallo Abe, da bin ich wieder, ganz schön anstrengend, so einen Tag auf dem Bau. Oh Mann, dabei hast du ja erst die erste Maschine kennengelernt. Aber ich denke, die Grundlagen hast du jetzt drauf. Das heißt, ab jetzt kannst du auch selbstständig Aufträge durchführen und anfangen, Geld zu verdienen, damit du das Unternehmen ausbauen kannst. Na, dann geht's jetzt ja richtig los. Ich freue mich drauf. Denk dran, wenn du einen aktiven Auftrag hast, dann werden die Aufgaben rechts aufgelistet. Wenn du die einzelnen Aufgaben anklickst, dann sage ich dir nochmal kurz, was zu tun ist. Und du schaust ins Auftragsmenü und informierst dich dort. Von Zeit zu Zeit melde ich mich bei dir und weise dich auf Neuigkeiten oder interessante Entwicklungen hin. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns später. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und schaue gleich mal im Menü nach neuen Aufgaben. So. Ja, 2000 haben wir verdient. Insgesamt 5350 und Erfahrung 100. Na, das ist doch schon mal was. Unerfahrener Auszubildender. Ha! Was haben wir sonst? Jetzt haben wir 56.700. Genau. So. Und jetzt schauen wir mal, zeige ich euch noch was, wie das mit den Aufträgen ist. So, hier ist das Mengele, hier oben unser Gesicht und dort klicken wir drauf. Hallo, dort klicken wir drauf, genau. Dann macht sie das auf. Dann habe ich hier zum Beispiel meine Karte. Dann kann ich mir die Karte mal nochmal anschauen. Dann sehen wir jetzt erstmal, wie groß das die ist. Also das ist schon riesiges, das ist eine Riesenstadt mit dabei. Und so weiter und so fort. Sportpark und hier das kleine Dorf, da sind wir. Aufträge finden wir hier. Da haben wir dann jetzt erstmal Ausschreibungen. Sonderaufträge, Lehrgänge, Architektenaufträge werden später wahrscheinlich kommen. Aktiven Auftrag haben wir momentan keinen. Und hier zum Beispiel Ausbau im Einfamilienhaus, dann sehen wir, was wir alles tun müssen und so weiter und so fort. Hier oben kommt man wieder zurück. Hier zum Beispiel ABC Service GmbH, soll man einen Container holen und zwar vom Sägewerk und dann an den Hafen transportieren. Firma, hier zum Beispiel sehen wir unsere Finanzen, Fuhrpark, welche Fahrzeuge wir alles haben. Was ist das? Gabelstapel, das ist ja auf Miete, also gehört mit uns. Personal haben wir noch keins. Personal kann man aber später, glaube ich, alles nur bekommen wir später dann noch alles. Dann Warenlager, Waren in deinem Besitz haben wir momentan auch keine. Profil, hier ist das Profil von meinem Charakter, also Stufe 1 haben wir, Geld verdient 7350, Aufträge abgeschlossen einen, Kilometer gefahren 1,14, Kilometer gelaufen 0,51 und Berging abgeschlossen einen. Dann Erfolge, was für Erfolge man hat, Weltenbummler, bla bla bla, Erfahrungsstufen, da sieht man dann, was für Erfahrungsstufen man hat, 20 Immobilienmagnat, du hast dich schon alles, was du willst, was willst du noch genau. Dann online, hier kann man zum Beispiel einen Server erstellen. Hier gibt man einen Spielernamen ein, Passwort und dann EU und wie viele Leute das drauf dürfen. Und bei Optionen stellt man natürlich dann Grafik, Audio, Tastenbelegung, Gameplay und so weiter ein. Gut, jo, das war jetzt schon mal ganz kurz der Durchlauf. Tutorial haben wir durch. Das war es jetzt auch für heute. Morgen gibt es die ersten Let's Plays. Ich werde das nochmal hochladen auf YouTube. Und die ersten Let's Plays, wann, weiß ich noch nicht. Da muss ich noch gucken, aber im Laufe des Tages werden die dann kommen. Das wird ganz einfach wieder
mit Charity-Aktion zusammenhängen. Und da erkläre ich euch aber dann beim Let's Play wieder mehr dazu, wie es dann ausschaut. Gut, ja, ich freue mich auf alle Fälle. Wenn ihr das Spiel auch mal habt und mit mir zusammen zocken wollt, einfach mal melden. Im Multiplayer ist das natürlich möglich und dann können wir da einiges machen. Super, gut, okay. Das war's dann. Ich wünsche euch eine gute Nacht und viel Spaß als Baumeister. Bis dann.